So, eine weitere Runde in der Spaß-Hero-League steht an. Willkommen zurück. Wir spielen Dragonshire. Wir können hier mal ein bisschen was Lustiges spielen, würde ich sagen. Aber wir wollen jetzt mal langsam wieder in stabilisieren in der Goldliga. Das heißt, wir werden hier den Falstad spielen. Falstad oder Trimblade-Varian. Eight. Eight. Ich glaube, dass Varian ein Held ist, mit dem man gut aufsteigen kann. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Aber jetzt versuchen wir mal, den Abstieg abzuwenden. Abstieg abwenden heißt es. Abstieg anwenden. Alexstrasza gebannt, Asmodan gebannt. Kann jederzeit losgehen. Chemie. Wir werden ein neues Schicksal schmieden. Wirklich bitter, dass wir das letzte Spiel so hart verloren haben. Hart verloren haben wir es nicht, aber wir hatten es eigentlich gut im Griff und dann aber keinen Impact mehr gehabt. Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug. Ist kein guter Heiler, muss man mal an der Stelle sagen. Möge Elun uns Stärke gewähren. Wenn noch ein Frontliner mit reingenommen hätte, we need some range. Aber we need a tank. Bereit für den Kampf! Dieses Reich braucht mich. Garrosh. Spielt aber. Wir gucken mal, wie die allgemeine Stimmung ist mit dem Team hier.
Pimblade, gegen wen werde ich da verlieren? Gegen Jimmy möglicherweise? Warte, wird schwierig. Mal gucken. Ziel ist, jetzt erst einmal nicht abzusteigen. Das heißt, wir werden alles in die Waagschale werfen, um dieses Spiel zu gewinnen. Trimblade wird es werden, die haben keinen Counter gegen mich. Das heißt, wir werden Trimblade spielen. Die spielen mit einem Frontliner und dann Off-Tank. Wir spielen das ja genauso. Also, wir haben ganz schön viel Sustain. Eieieiei. Wappnet euch! Die Schlacht beginnt bald! Ihr werdet alt, Varian. Vielleicht solltet ihr eure Heilsuche von einem Sohn den Thron überlassen. Versucht ihr, mich wütend zu machen? Wie kindisch. Die Schlacht beginnt in 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Möge die Schlacht beginnen. Dann wollen wir mal, würde ich sagen. Haben die irgendwas, was mich so hart punishen kann? Ja, Rosch, da könnte man hier sein Adlerauge benutzen. Jimmy. Verfolgt stets unser Ziel. Hello, Jimmy. Bin verkackt. Zu den Waffen. Ihr haltet euch also für würdig, die Macht des Drachenritters zu besitzen? Beweist es und übernehmt die Kontrolle über die Schranken. Oh, ich wollte noch mal gerade anchargen. Wir brauchen Level 4. Das ist erstmal am wichtigsten. Nehmt die Schreine ein. Kommen wir nicht hinterher. Bedauerlicherweise. Das blöde Totem hat ihn gerettet. Königreich in Schutt und Asche. Endlich. Zwei Autotext durchbringen und das war's. Ja. Neat. Boah. Erstklassige Heilung. Einer nach dem anderen. Die haben wir bekommen, aber... Diesen Kampf muss ich aufgeben. Ich muss mal weg. Skrull verliert unten gegen Ming und gegen, Voran. Gegen, Oradin. Ich werde hochgehen wieder. Barst. 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 Ihr werdet brennen. Die Zeit der Gerechtigkeit ist gekommen. Greift diesen Schwächling unter die Arme. Für Azeroth.
Jimmy wird es nicht so einfach. Fürchte ich. Diese Macht gehört nicht länger euch. Ich kämpfe für mein Königreich. Mal kurz das Camp durchbringen, würde ich sagen. Oh, der nächste wieder gestorben. Oh, ich habe das dumme Gefühl, dass es nicht funktionieren wird. Komme ich nur darauf? Ich brauche Level 7, damit es funktioniert. Wir denken dasselbe. Wähle ein Talent. Hätte ich bis Level 7 warten sollen. Jetzt funktioniert, werde ich mich gleich um den Butcher unten kümmern. Ich kämpfe für mein Königreich. Ich schon mir zu sehr frontal. Heute wurde erlegt. Mein geliebter Gemahl ist von uns gegangen, aber seine Macht lebt noch. Kontrolliert die Schreine und nutzt sie für eure Zwecke. Mal kurz runter gucken, was da ist. Aber wir dürfen eigentlich keine XP verlieren, deswegen bleibe ich mal lieber oben. Das wäre nicht so gut. Vor allem, weil wir schon fast ein Level hinten sind. Oh, hi. Nehmt die Schreine ein. Verdient euch die Macht des Drachenritters. Ja, ich glaube, der wird es ein bisschen schwierig haben gegen mich. Noch nicht Level 10. Wir schmieden unser Schicksal. War die Quest fertig? Finde ich gut. Ich muss jetzt hier eigentlich nur die ganze Zeit durchhalten. Lasst eure Feinde so sehr leiden, wie ich gelitten habe. Zu zwei, da kann ich leider nicht viel machen, vor allem wenn ich Level 10 sind. Hähle ein Talent. Wir denken dasselbe. Wenn wir mit Fighten jetzt über 10 sind, können wir da all in gehen. Let's go! Vielleicht in die Menge haben. Zerstört! Gefallen! Ich habe genug gesehen. Für den Moment. Oh Gott. Okay. Da habe ich einen Silence ins. Wir waren aber zu viele gerade. Der Silence. Warum der wieder Silence geht, ist mir auch. Warum? Warum? Warum nicht Tranquility? Warum? Na gut, gegen den Dingsbums wird das nicht so viel bringen. Wenn dieses vorfällt, tödlicher Stoß müssen wir geben. Wir können hier nicht den Schaden im tödlicher Stoß gegen den Butcher ist schon wichtig. Die Frage, warum wir diesen Suicide begangen haben. Oh Gott. Mal richtig knapp. Ich
Ihr bekommt eine weitere Chance, euch als würdig zu erweisen. Nutzt sie. Ja, tötet sie. Doppelkill. Wähle ein Talent. Nötiger Stoß müssen wir hier leider spielen. Es muss immer einen Drachenritter geben. Aber werdet ihr es sein? Erstklassige Heilung. Die Moment, da in die Backline rein. Wohl verdient, Freunde. Gegner getötet. So. Wo man nicht Patscher grillen kann. Wir denken dasselbe. Ich hab eigentlich schon fast gedacht, dass er da steht. Aber weil dann meine Worte wieder nicht ausgesprochen worden. Weil ich zu blöd bin. Mal ich hier voll drauf gehen, würde ich sagen. Gucken wir mal. Ich würde gerne flanken, aber flanken ist hier nix. Diese Bestie ist nicht mein geliebter Gemahl. Nicht oh mein Gott, I'm so dead. Wir schmieden unser Schicksal. Can't do anything. Exhal! Ich kämpfe für mein Kind. Ich danke euch. Oh! Puh. Etwas close. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Ah! We can do it! Autsch. Nicht mehr lang und die Schreine sind reif zur Eroberung. Mal ganz schnell das Camp mal, glaube ich, losschicken. Jetzt bevor das. Die Zeit der Gerechtigkeit ist gekommen. Bevor gleich die Schreine aktiv sind, ist gar nicht so schwer. Was fehlt mir denn dann noch? Regenerationskommando, gut, dann habe ich die Quest jetzt fertig. Mein Gemahl ist gegen die Counterkill nicht so schlecht, aber trotzdem ein bisschen greedy. Ich glaube, der Varian, da könnte hier die Lösung meines Dilemmas sein, dass ich mich mal ein bisschen stabilisiere. Quatsch, was ich hier mache. Okay.
Okay, gehen wir mal runter. Stets unser Ziel. I'm coming, Team! Yiming. Yiming is my target. Yiming! Vor. Ich glaube nicht, dass er da noch was macht. Ich habe versucht, dieses Reich zu retten. Nun steht es in Flammen. Der Feind hat ein Vor verloren. Aber viel machen können wir da leider nicht. Moradin hier irgendwo. Lasst uns dieses Vor angreifen. Für Azeroth! Sieg. Gewagt. Jetzt beginnt wieder das Wartespiel. Mal schauen, dass wir da die Möglichkeit bekommen, da rein zu engagen. Könnte dann noch einen Kill holen. Er hat es verkackt. Er kriegt aber den Kill noch. Nice. Und Portal und weg. Oh. Ah ja. Naja. Ein bisschen länger drin bleiben in den Teamfights. Was gehen wir danach? Natürlich Raserei. Noch mal hier. War das schon geil. Tötet diesen Helden. Jetzt bist du gefickt. Das war sehr sau dumm. Der Medivh leider die Dingsbombs, die Li Ming nicht gesehen. Dass der Shit passiert. Dient mit ihm. Ist auch nicht mal fällig, würde ich sagen. Zeit der Gerechtigkeit ist gekommen. Voran. Energie sammelt sich in den Schreinen. Nehmt sie ein und werdet der neue Drachenritter. Ja, ich glaube, das hätten wir sowieso nicht mehr machen können. Da bin ich schnell angehört. Ich mach mir das Camp, dann kriegen wir doch easy da oben. Recht meinen Gemahl. Krass greedy, der Typ. Verdient euch seine Macht und vernichtet eure Feinde. Feind getötet! Alter, was da unten von Camp ist, das muss man eigentlich auch noch defenden. Dieses fucking Healer. Zu den Waffen! Er ist tot. Siegt mit Ehre. Unten müssen wir mal defenden, ja. Wir lassen uns wieder die Butter vom Brot nehmen. Das gibt's nicht, ey.
Jetzt haben sie es geschafft und sie können das Spiel sogar möglicherweise beenden. Die Flammen werden euch holen. Ja, möglicherweise hätte ich da gleich runter rotieren sollen und dann das Camp machen sollen. Wäre vielleicht besser gewesen. Jetzt andere Prioritäten, weil ich dachte, dass er da wegkommt. Weglang können wir vergessen, da reinzugehen. Der gehört mir. Sturm, Wind, Licht, brennt, Hilfe. Und weggekickt. Und wieder weggekickt. Sturm, weil es so schön ist. Licht, brennt, hell. Endlich. Autsch. Da kann ich leider nicht engagen, oder? Ganz, ganz schlimmer Ulti. Ich habe genug gesehen. Für den Moment. Die Li Ming mit ihren Orbs. Ganz schön bitter. I'm so deaf. Du wurdest getötet. Gut. Bin ich wieder ein bisschen zu deep gewesen, so eine blöde Stelle da zu fighten. Mag es mit Varian ehrlich gesagt, wenn man dann in die Backline reinläuft und da hinten einfach alles zerstört, aber das geht leider nicht. Ja, das ist das Keep jetzt auch gewesen. Der Medivh macht ehrlich gesagt tatsächlich nicht so viel. Also, wir lassen uns das Spiel wieder vom Brot runternehmen. Vom Butterbrot runterschmeißen. Das gibt's ja gar nicht. Wieder verlieren wir das Spiel hinter uns. Könnt ja auch den Ulti, muss ich ehrlich gesagt gestehen, den er hier genommen hat, einfach nicht gut. Er hätte hier einfach möglicherweise den Polybomb gehen sollen. Das wäre viel besser gewesen. Jetzt kriegt er einen auf und ist dead. Oder not. Hat sie euch aber schön verarscht gerade. Lol. Jetzt hat er mal Protection bekommen. Ist jetzt aber auch wahrscheinlich nicht mal gut. Nutzt die Macht der Sonne und des Mondes. Setzt diesem verfluchten Reich ein Ende. Können wir jetzt nicht mehr engagen? Ich danke euch, Heiler. Mal ganz schnell das Camp da unten defenden. Wir haben null Impact mehr, also richtig. Läuft da nichts mehr. Bone Split. Wir schmieden unser Schicksal. Die Zeit der Gerechtigkeit ist gekommen. Wir rücken vor. Das ging zu einfach wieder mal. Da kommen wieder zwei Camps und müssen runter rotieren. Die
Zeit der Gerechtigkeit ist gekommen. Der Drachenritter wird euch zu Asche verbrennen. Ja, das ist natürlich schlecht gewesen. Gewagt. Hätte mich mehr darum kümmern müssen, die ganze Zeit mit den Camps. Ich merke gerade, dass alles hier, dass der ganze Chat mich nur ablenkt von meiner wahren Mission. Dann werden wir den, glaube ich, wieder mal ausmachen. Der Feind greift eure Zitadelle an! Heute wurde erledigt! Für die meisten ist der Tod Doppelkill! Ja, wir haben auch mal die Chance zurückzukommen, aber... Schauen wir den Ming mal. Mives lässt sich wieder abnudeln. Ja, ich glaube, das ist keine gute Idee, wenn ich den Textchat anhabe. Ich habe gedacht, ich mache das mal wegen der Atmosphäre her, aber nee, danke. Ich weiß schon, warum ich den Scheiß immer aushabe. Also jetzt keine dummen Sprüche dabei gewesen oder so, aber boah, nee. Das geht mir ganz schön gegen die Niere und vor allem nicht immer darauf zu hören, was die sagen. Nee. Aber das, was ich am besten kann. Ah, das war's dann wohl. Helft unserem Verbündeten. Das wird ein ganz, ganz schweres Spiel. Aber wenn wir den Key holen an Jimmy. Eure Zitadelle wird angegriffen. Ist noch lange nicht zu Ende. Er kauft eine Zeit, geil. Er kauft eine Zeit. Er killt ihn auch noch. Seine Stärke war nie auf Dauer für euch bestimmt. Lol, er killt auch ihn. What the fuck? Das war's, liebe Freunde der Nacht. Wieder das Spiel hintenrum abgegeben. Das ist bitter. Das ist wirklich bitter, wenn du halt im Late Game wieder alles... Ich darf mich nicht beeinflussen, dass man von den... Ich muss mich einfach auf mein Spiel konzentrieren. Dass ja Jimmy da 3 Kills fast holt am Ende, ist schon ganz schön schlimm. Diese ständige Schuld... Rumschieberei, das ist echt nichts für mich. Ich hätte einfach die Camps machen sollen, ich hätte genau das machen sollen, was ich eigentlich vorher vorhabe, statt dann wieder, wenn ich den Chat anhabe, lasse ich mich immer zu leicht von dem Team rumkommandieren, die haben da sowieso nie Ahnung. Das war ganz, ganz übel. Wieder so ein knappes Spiel, leider haben wir das Late Game wieder verloren. Die waren echt nicht gut, abgesehen vom James Rayner, der war echt gut, der hat das sehr clever gespielt. Den konnte ich dann tatsächlich nur mit dem außenrum irgendwie, wenn ich versuchte zu flanken, ihn zu erwischen. Aber ganz schön übel, ey. Schon wieder so ein knappes Spiel, was wir dann verlieren. Na gut, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Tschüss.